The Roundabout TV vor Ort hier Roundhouse in Berlin. Bei mir jetzt Michael Kur. Michael, bekannt aus Funk und Fernsehen, Sicherheitschef hier in Berlin mit einer Security-Firma. Du kommst auch aus dem Kampfsport, Kickbox-Legende in Berlin. Heute hier auf einer MMA-Veranstaltung. Schilder mal kurz deine Eindrücke. MMA, Kickboxen. Ich war ja 6-mal Weltmeister und 4-mal Europameister, habe fast 300 Kämpfe bestritten. In allen Stilarten, aber MMA natürlich nicht. Und MMA finde ich aus meiner Sicht eine sehr brutale Sportart. Also ich als Kickbox-Weltmeister hätte wahrscheinlich gegen einen MMA-Kämpfer keine Chance, außer ich würde den Kampf oben im Stand beenden. Am Boden wäre ich chancenlos. Und daher bevorzuge ich natürlich Kickboxen. MMA ist schon sehr kompakt, wo alle Sportarten reinfließen. Und wenn man am Boden eben nicht stark ist, dann hat man keine Chance gegen einen MMA-Kämpfer. Wäre das ein paar Jahre früher für dich irgendwie interessant gewesen, sportlich? Überhaupt nicht. Nee, das ist mir zu umfangreich. Also ich habe mich konzentriert auf Stand. Boxen und Kickboxen, das ist gut, und denn das andere noch wäre nicht meine Welt. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich geworden. Kickboxen ist was für nicht ganz so starke Männer, MMA ist was für Männer. Naja, ganz ohne sind die Kämpfe ja auch nicht gewesen. Also, du hast ja auch knüppelharte Schlachten geliefert damals, ne? Also, musst du jetzt auch nicht kleiner machen, als du bist. Also, ganz klar. Ja, MMA ist sehr kompakt, ne? Der Zehnkampf im Kampfsport. Aber wie denkst du so, wie schätzt du die Zukunft ein, so ein bisschen das MMA? Siehst du da eine Zukunft in Deutschland auch? Schwer zu sagen. Überhaupt mit Kampfsport, weil man braucht immer ein Zugpferd, jemanden, der eine große Ausstrahlung hat, der Leute zieht. Und das sehe ich im Kickboxen nicht, das sehe ich nicht in MMA, dass es so eine Koryphäe gibt, wo man, den man von Namen her auch schon kennt, dann hätte da wahrscheinlich die Sportart eine Chance, aber gibst du einen? Es gibt einige gute die richtig deutsche... Ich meine, wo Pressefunk sofort hört den Namen, oh, der ist richtig bekannt, da müssen wir mal hingehen und das anschauen, um mal zu sehen, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, so einen Riesenkämpfer haben wir noch nicht in MMA und auch nicht in Kickboxen. Ansonsten hätten wir ja auch hier eine große Halle füllen können. So weit sind wir noch nicht, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Es gibt einige vielversprechende Kämpfer in Deutschland, nur ist die Presse auch so ein bisschen immer so, also die Mainstream-Presse, nicht die Fachpresse hier von Ground and Pound, da nicht ganz so immer mit dem Fokus drauf. Und es muss dann noch viel Aufklärungsarbeit auch geleistet werden, auch bei den bei dem Durchschnittssportfan und Kampfsportfan. Und ich denke, so eine Veranstaltung wie heute, glaube ich, ist ein Anfang. Oder wie siehst du das? Ist ein Anfang, naja klar. Man muss klein anfangen, um groß rauszukommen. Wichtig ist, dass Presse, Funk und Fernsehen mitmacht. Hat man keine Sponsoren, hat man verloren. Wunderbar. Ich danke dir vielmals für das Interview. Wünsche dir auch beruflich alles Gute. Und vielleicht demnächst. Micha.